Topfgucker TV empfiehlt. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Frank Richard Kliemann, Inhaber und Betreiber des Hotels und Restaurants zur Linde in Freital. Seit 25 Jahren, das heißt also, wir haben Silberhochzeit. Und für Sie habe ich heute ein Rezept rausgesucht, einen Käsesteak in der Pfanne gebraten. Was ganz interessant ist, aber nicht ganz einfach. Hier habe ich schon vorbereitet ein Stück Schweinelachse für unser Käsesteak, also Schweinerücken. Vorher wird er von den Sehnen befreit. Das geschieht, indem man die Sehnen vorsichtig herunterschneidet. In dieser Art. Die heben wir auf, die kommen in die Fleischbrühe. Und ich drehe das Fleisch mal rum, ich bin kein Linkshänder. Eine dünne Scheibe, also dünn, circa einen Zentimeter darf sie doch stark sein, vom Fleisch abschneidet. Dann kommt unser Steakgewürz, das haben wir selber gemischt. Dann kommen einfach die Käsescheiben auf dieses Steak. Vorderseite, Unterseite. Als nächstes Fett hinein. Und dann weiß jede Hausfrau, dass die Pfanne erst heiß werden muss, bevor man das Fleisch hineingibt. So, also unser Steak ist schön bedeckt mit dem Käse und jetzt hinein in die Pfanne. Der Käse hat 30% Fettgehalt und das ist das Wichtige, das ist der kleine Trick bei der Sache. Es schmeckt vielleicht noch etwas besser, wenn man mehr Fett hätte, aber das soll in der Pfanne krusten. Und das ist die Gefahr, wenn er zu viel Fettgehalt hat, dann wird es eine schwammige Masse und dann kriegt man das Steak schlecht wieder heraus in die Pfanne. Und jetzt sollten wir uns auch mit ein bisschen Geduld üben, bis sich die Kruste gebildet hat. Eher fangen wir gar nicht an, das Steak zu wenden. Das würde jetzt, also ich kann das mal demonstrieren, wenn man jetzt hier versucht zu wenden, dann hat man nur die Käsefasern und das nützt uns nun mal gar nichts. Am Rand beginnt sich schon die Kruste zu bilden, aber noch zu früh. Man erkennt es dann auch natürlich an der Farbe. Wenn das schönes, sattes Goldgelb gebildet hat, dann dürfte es soweit sein. So, jetzt sehen wir schon, die Kruste hat sich gebildet. Ringsherum ist es rehbraun geworden oder goldgelb. Jetzt versuchen wir das einfach mit einem Pfannenwender herumzudrehen. Und wie man sieht, es hält. Vorteil von diesem Essen ist, das Fleisch bleibt schön saftig. Es kann im Käse nicht austrocknen und der gebratene Käse gibt immer einen ganz herrlichen Geschmack. Ich würde jetzt die Hitze herunterdrehen und das Steak jetzt noch, so wie es ist, etwas ruhen lassen, damit es etwas nachzieht. Da kann man dann auch das Gas ganz ausschalten. So, jetzt ist unser Käsesteak fertig. Schön goldgelb gebraten. Kommt es jetzt auf den vorbereiteten, angewärmten Teller. Wir mögen immer gern ein bisschen Salatgarnitur. Schönes Pfannengemüse als Gurke und Tomate. Hat so ein bisschen die mediterrane Richtung. Und hervorragend passen Kartoffelecken dazu, die wir hier raufgeben. Leicht frittiert. Wenn man möchte, noch ein Dressing oder einfach Natur, nicht unbedingt Ketchup oder Mayonnaise. Vielleicht habe ich Ihnen eine neue, tolle Rezeptidee beigebracht und gezeigt. Wenn Sie das gerne selber zu Hause probieren möchten, machen Sie es. Wenn nicht, dann kommen Sie doch einfach in die Linde und probieren unser Lindenkäsesteak original und selbst zubereitet. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de